Der Musikverein Muttenz, nicht etwa eine Guckermusik, begrüßt am 11.11. die beiden Mannschaften. IB fast in Top-Besetzung, nur zwei Wechsel im Vergleich zum Udinese-Spiel. Neff ist krank und Stürmerstar Bobadilla darf sich eine Pause gönnen. Für ihn darf der junge Michael Frey ran, hier mit der Nummer 20 am Ball. Legt zurück auf Sverotic, Schneuli, wieder Frey und da führt der große Favorit nach exakt 8 Minuten. Michael Frey, erst 18-jährig, hat in dieser Saison auch schon in der Super League getroffen. Viertelstunde vorbei, IB kontrolliert das Spiel. Sverotic kann aber den Ball nicht stoppen. Jenny hat Platz, wird nicht angegriffen. Jecke, schau an! Muttenz meldet seine Ambitionen an. Abgesehen von dieser Möglichkeit ist mehrheitlich der Europa-League-Teilnehmer am Ball. Zarate. Flankt und in der Mitte schraubt sich Frey in die Höhe, an die Latte. Der Berner Youngster nutzt diese Göpperdie bestens, um auf sich aufmerksam zu machen. Trotzdem steht es bloß 1:0, Rueda dementsprechend energisch und Muttenz wehrt sich mit vollem Körpereinsatz. 32. Minute, Scott Sutter zieht los, das geht für die Erstligakicker zu schnell. Frey, nochmals Frey, zweiter Treffer für den Teenager. Ein Doppelpack, eine ganz neue Erfahrung für Michael Frey, der von der tollen Vorarbeit Sutters profitiert, aber sich auch im Zweikampf gegen Marc Tanner durchzusetzen vermag. Die Muttenzer Spieler lassen bereits ein wenig den Kopf hängen. Die Gegenwehr lässt nach. Zarate, Nuzzolo, 0:3. IB hat es verstanden, den Schwung aus dem Friaul mit ins Basel Beat zu nehmen. Dann ist Halbzeit. Während Edeljoker Bobadilla gemütlich in die Kabine schlendert, sind Muttenz Coach Attila Sahin die Sorgen anzusehen. Zweite Halbzeit. Ibegoli Wölfli instruiert seine Vorderleute. Denn Muttenz kommt zu einem Freistoß. Akpulut und Wölfli hat aufgepasst. Der Ball kommt in die Torhüterecke und dort macht Wölfli dicht. Es ist nicht mehr viel los. IB hat in das Sparprogramm geschaltet, zieht aber manchmal das Tempo an. Farne Rüth, Oyala verpasst, Schneuli und dann ist es wer wohl? Klar, Michael Frey markiert seinen dritten Treffer. Nur zum Vergleich, in seiner bisher gesamten, natürlich noch kurzen Super League-Karriere hat er erst zweimal getroffen. Die Gesichter bei den Einheimischen werden länger und länger, egal wie exklusiv der Zuschauerplatz auch ist. Die IB-Viertelstunde hat soeben begonnen, als Schneuli zum eingewechselten González passt und der hämmert den Ball in die Maschen. 9 Minuten vor Schluss, Freistoß für Muttenz, Akpulut. Durcheinander und Exi gelingt der Ehrentreffer. Absolut verdient, denn Muttenz hat gefightet. Aber spielerisch war der Erstligaverein von der ersten Minute an unterlegen. Dann ist Schluss und natürlich ist das Trikot des Dreifach-Torschützen heute besonders gefragt. Mein Ziel war es, einen Hattrick zu machen hier, und jetzt ist es mir gelungen und ich bin zufrieden. Ah, das sagt man vor dem Spiel, ein Hattrick. Ich will einen Hattrick machen. Ja, ich habe dem Kollegen im Zimmer noch gesagt, dass ich einen Hattrick mache. Der Golovite hat mir auch noch gesagt vor dem Spiel, Michi Frey, du machst einen Hattrick. Und dann habe ich einen gemacht, das ist schön. Das nenne ich mal Selbstvertrauen. Solche Typen braucht IB.